Es besteht eine beunruhigende Kluft zwischen dem, was die EU über Menschenrechte sagt und dem, was sie tatsächlich tut. Und dafür zahlen die Schwächsten einen hohen Preis. Das sind die Schlussfolgerungen der Organisation Human Rights Watch in ihrem Jahresbericht. We are quite concerned by the tendency also of the EU leadership to park human rights to lower level of discussions, right? To deprioritize it. And yes, of course, European Commission Ursula, President Ursula von der Leyen has a responsibility in that, I think. Die Migrationspolitik der EU, das Versäumnis, gegen die Diskriminierung von Randgruppen vorzugehen und der demokratische Rückschritt in einigen Mitgliedstaaten werden in dem Bericht als einige der Menschenrechtsdefizite der EU 2023 aufgeführt. Die EU wird auch für eine Doppelmoral in der Außenpolitik angeprangert, die durch ihre Reaktion auf den Krieg zwischen Israel und Hamas deutlich geworden sei, so der Bericht. Indem sie Menschenrechtsverletzungen zugunsten von geopolitischen Beziehungen ignoriere, untergrüben die EU und ihre Mitgliedstaaten ihr Ansehen in der Welt, heißt es. It can be geopolitics when you see the EU's engagement with human rights abusers like Egypt or Saudi Arabia. It could be trade when you look at EU's, you know, engagement with China or India. It can be even goals like migration or security when you look at the EU's engagement with Tunisia. Die Migrationspolitik der EU und die umstrittenen Abkommen zur Kontrolle der Migrantenströme mit missbräuchlich handelnden Staaten könnten die Polarisierung im Vorfeld der bevorstehenden Europawahlen noch verstärken. Die EU hat vor kurzem ein Abkommen mit Tunesien geschlossen, um die Zahl der nach Europa einreisenden Migranten einzudämmen, obwohl die Menschenrechtslage in dem Land umstritten ist. Die Migration dürfte ein bestimmendes Thema im Wahlkampf sein.